dem Berliner Teufelsberg steht die US-Abhörstation aus dem Kalten Krieg, die Field Station Berlin. Schauplatz eines der größten Spionagefälle. Unter den Decknamen Blitz und Paul verkauften zwei Spione Geheimstes, lukrativ an die DDR und die Russen. Kopf des Teams war Hüseyin Yildirim. Der Berliner Türke wurde 1989 in den USA zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ich habe eine Einzelzelle. Ich habe keinen Freund. Kaum Kontakt zu den anderen Insassen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Situation. Die anderen sagen, entschuldigen Sie bitte, scheiß kommunistischer Spion. Scheiß kommunistischer Spion. Das höre ich ganz oft. Fucking communist spy. I hear many times this word. Die Familie von Hüseyin Yildirim verbringt die Sommer in der Türkei. In einer Ferienwohnung, die immer noch so aussieht, wie in der Zeit, als Hüseyin noch bei ihnen war. Hier hat sich sein Sohn bei Tekin mit dem amerikanischen Anwalt James Nichols verabredet. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Und das ist sie auch? Es war der Sohn und dann das Heiratsamt. Seit 8 Jahren kämpft Anwalt Nichols mit Yildirims Familie für die Freilassung des Familienvaters. Im Sommer 2003 sind es 15 Jahre Kampf um die Begnadigung. Bislang aussichtslos. Denn in der amerikanischen Öffentlichkeit gilt, einmal Spion, immer Spion. Zahllose Medienberichte sprechen da eine genauso deutliche Sprache wie die Tatsache, dass weder Bill Clinton noch sein Nachfolger George W. Bush je Yildirim begnadigen wollten. Ich bin enttäuscht von Präsident Bush. Er hätte auch die Möglichkeit, ihn zu begnadigen. Und Bush selbst hält sich ja für einen mitfühlenden Christen. Und ich denke, jeder, der ein mitfühlender Mensch ist und erst recht ein Christ, sollte diesem alten Mann vergeben. Er ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Und man sollte ihn nach Hause zu seiner Familie gehen lassen, anstatt seine Gnadengesuche alle abzulehnen. Als Folge eines Truppenbesuches bei der US Army in Kaiserslautern beschließt Yildirim, nach Deutschland auszuwandern. Erst nach Süddeutschland zu Daimler, dann nach Berlin. Er wohnt nicht wie die meisten Türken in Kreuzberg, sondern in Britz und arbeitet als Kfz-Mechaniker mit besonderen Talenten. Und er war immer ein Abenteuer. Ja? Er wollte immer. Also, es ist selten, dass zum Beispiel ein Türke nach Deutschland kommt und gleich sich nach 2 Monaten in eine Segelflugschule einmeldet und Segelflugzeuge fliegen möchte und lernen möchte. Das war ein lernbegieriger Mensch. Der wollte immer lernen, immer lernen. Und uns, die Kinder, hat er auch immer dazu getrieben, immer etwas zu machen, zu lernen. Und ich denke also, mehr Abenteuerlust als alles andere. Der Kalte Krieg bestimmt das Berlin jener Jahre. Hier begegnen sich die Großmächte auf engstem Raum. Ganz offensichtlich und im Geheimen. Berlin, Hauptstadt der Spione. Die Staatssicherheit sucht Informanten im Westen zu gewinnen, angeführt vom Chef der DDR-Auslandsspionage Markus Wolf. Kombattanten im Kampf gegen den Klassenfeind. Die Ministerien für Staatssicherheit wurden von Partei und Regierung verantwortungsvolle Aufgaben zum Schutze unseres sozialistischen Staates und seiner Bürger vor den gefährlichen Anschlägen imperialistischer Geheimdienste und Agentenorganisationen übertragen. Die Mitarbeiter unseres Ministeriums setzen ihre ganze Kraft, ihr ganzes Können und Wissen ein, um diesen Auftrag täglich und stündlich ehrenvoll zu erfüllen. Auf der anderen Seite der Mauer präsentieren sich die westlichen Alliierten als kraftvolle Bastion gegen die kommunistische Bedrohung.
Our mission here is twofold. Unsere Mission hier hat zwei Gründe. Erstens, einen Krieg zu verhindern und zweitens, diese großartige Stadt zu verteidigen, wenn es doch dazu kommt. Alles, was wir tun, muss professionell sein, ob im Dienst oder bei Übungen. Wir wissen, dass die Russen uns nicht angreifen werden, solange wir stark genug erscheinen. Darum müssen wir zu jeder Zeit so stark sein, dass sie dieses Risiko nicht eingehen. Neben unseren Soldaten muss auch die technische Ausrüstung auf dem höchsten Level sein. Auf dem höchsten Punkt Berlins, dem Teufelsberg, installierte der geheimste Geheimdienst der Amerikaner ein gigantisches Ohr. Die National Security Agency wollte damit tief in den Warschauer Pakt lauschen. In der Field Station hatte die NSA modernste Funk- und Radarüberwachung installiert. Von hier gingen schon Anfang der 80er Jahre die ersten E-Mails nach Nordamerika. Das Internet hat eine militärische Basis. Also Teufelsberg hatte als Hauptrichtung, würde ich jetzt mal so formulieren wollen, die Sowjetarmee, die auf dem Gebiet der DDR stationiert war, hat dort funkmäßig aufgeklärt, soll heißen, wo sind Standorte, welche Waffen sind an welchen Standorten, finden Waffenverlegungen statt. Also das, was eben eine militärische Aufklärung überhaupt macht. Das war Teufelsberg. Für den DDR-Geheimdienst gleicht der Teufelsberg in dieser Zeit einer uneinnehmbaren Festung. Das Jahr 1979 verspricht Aufklärung in Gestalt von Hüseyin Yildirim. Er tauchte eines Tages, 1979 ungefähr, in der offiziellen Anmeldung des Ministeriums für Staatssicherheit auf und hatte eigentlich Angebote für Geschäfte zu unterbreiten. Und der zuständige Mitarbeiter, der mit ihm gesprochen hat, sagte, für Geschäfte ist in der DDR, sind andere Institutionen zuständig und nicht das Ministerium für Staatssicherheit. Aber es hat dann doch mehrere Gespräche gegeben, bis man ihm dann sagte, also wissen Sie, wir wissen nichts mit Ihnen anzufangen. Interessant wäre für uns, wenn Sie in Kontakt mit den amerikanischen Besatzungsmächten in West-Berlin kommen können. Und nach circa einem halben Jahr taucht er wieder auf. Kommen Sie rein, Herr Kollege. Ich wollte noch einmal mit Ihnen über Geschäfte sprechen. Es hat sich was ergeben. Tatsächlich kann sich Yildirim einen interessanten Job verschaffen. In der größten US-amerikanischen Kaserne in Berlin, Andrews Barracks, arbeitet er als Kfz-Mechaniker und bekommt bald den Spitznamen der Meister. Der kennt alles. Der kennt einfach alles. Der ist technisch unwahrscheinlich begabt. Elektronik, Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, alles. Der könnte es alles machen. Der hat die komplizierteste technische Dinge zerlegt und wieder gangbar gemacht. Einfach zum Zeigen, dass es geht. Der erste Eindruck vom Meister war, dass er ein exzellenter Mechaniker war. Sehr freundlich, hilfsbereit gegenüber jedem Kunden. Er war einfach ein beliebter, professioneller und talentierter Zeitgenosse. Die Selbsthilfewerkstatt wird von Soldaten jeden Ranges genutzt. Yildirim arbeitet damit sehr dicht an der Kommandozentrale. Dicht am Geheimnis, aber noch nicht mittendrin. Die Kfz-Werkstatt, auf den ersten Blick kein sicherheitssensibler Bereich. Yildirim erhält Tipps zu deren Nutzung aus dem Ostteil der Stadt. Er wurde von uns orientiert,
möglichst viel und umfangreiche Kontakte zu pflegen und zu prüfen, inwieweit über einen solchen persönlichen Kontakt dann vielleicht auch eine vertrauliche Beziehung gestaltet werden kann. Es gab einige Quellen, aber mehr im Umfeld, von denen wir über andere Dienste des Ministeriums für Staatssicherheit Informationen bekamen, bis dann dieser türkische Mitarbeiter einer amerikanischen Kfz-Stelle, Hussein Yildirim, in unser Blickfeld geriet und er dann die Möglichkeit erschloss, zu einem Mitarbeiter, der direkt auf dem Teufelsberg tätig war, James Hall. Auch er war im Dienst des US Army Geheimdienstkommandos INSCOM. Sein Job, Technik und Personal zu überwachen. Yildirims Job, solche Männer zu kontakten. All my activity and the directive of the my agencies. Die Befehle kamen zwar von der HVA, aber ich war es, der Angesicht zu Angesicht, dem Feind gegenüberstand. 7 lange Jahre. Immer und immer wieder habe ich versucht, verschiedene Personen anzuwerben. Einer, bei dem es dann schließlich geklappt hat, war James Hall. Das war's. It worked again. Gut. Great. Hey, fantastic, Meister. I thought I'd have to buy a new car. You need new car? Tell me. I get you. Cheap. Mm-hmm. I make business, you know? Yeah, what sort of business you make? I make everything. I sell things, I buy things, you know, but not enough money. Yeah, you know, Meister, money is easy enough to come by. You just have to sell a few secrets. Sell secrets? Maybe I arranged something. You have to be a good assessor. Man muss ein guter Menschenkenner sein, um jemanden so zu manipulieren, dass er sein Land verkauft und dabei denkt, na, das ist nur ein bisschen falsch, was ich da mache. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Er war sehr gut darin. Und die Menge der Informationen, die er sammelte, ja, die war sehr bedeutend. Yildirims Deckname bei der HVA lautete Blitz und Blitz hatte nun mit Hall einen Zugang zum Teufelsberg. Eines der empfindlichsten Geheimnisse der Amerikaner mitten im Grunewald. Zutritt hatten nur sorgfältig überprüfte Soldaten des militärischen Aufklärungsdienstes INSCOM, sowie James Hall. James Hall hatte an uns nur eine Bedingung gestellt. Er wollte gern eine Sporttasche, wie in die Amerikaner Hunderten dort, wie sie die rumgeschleppt haben, mit einem doppelten Boden haben, um dann Dokumente erstmal aus dem Objekt zu verbringen. How's it going, Jim? How's work? Sir, same as always, sir. I'm off now. Evening. Das Problem besteht darin, dass die Leute vor ihrer Geheimdiensttätigkeit durchleuchtet werden mit Lügendetektortests. Ihre Vergangenheit wird penibel überprüft und so weiter. Nur die wenigsten sind von Anfang an Spione. Sie werden meist erst Jahre später angeworben, aber zu dieser Zeit werden sie eben nicht mehr richtig überwacht. Man hat ja immer Uniform an, Taschen. Man könnte immer was mitbringen. Ja. Man wurde nicht durchsucht? Nein.
Das heißt also, wenn die Gas einen kannten, dann konnte man einfach so durchlaufen, oder wie soll man sich das? Es geht um Vertrauen. Wir waren, jede Mensch, die hier arbeitet, hat ein Top Secret Security Clearance. Und die Vertrauen war so, dass, wenn die fangen an, die Leute zum Kontrollieren, dann war die Vertrauen weg. Die können das nicht leisten. Wenn beispielsweise jemand in den Buchladen hier um die Ecke geht und mein Buch Body of Secrets klaut und den Laden verlässt, geht sofort ein Alarm los und derjenige wird festgehalten. Aber die hatten nicht immer so etwas Simples in diesen militärischen Geheimanlagen. James Hong hatte Einblick in geheime Dokumente zu Aufklärungsprojekten. Strategiepläne der US Army gingen durch seine Hände ebenso wie entsprechende Unterlagen der NATO. Manche der Dokumente hat James Hall mir erklärt. Die Dokumente mit der Aufschrift Top Secret No Form kannten zum Beispiel nur 4 Leute in den gesamten USA. Das waren Papiere, die sogar höher klassifiziert waren als NATO-Dokumente. Keine andere Nation als die USA durfte sie kennen. Solche Dokumente waren das. Zu diesen Dokumenten gehörte die US Signals Intelligence Directive, mit der sich die HVA einen präzisen Überblick über einzelne, natürlich hochgeheime, militärische Projekte verschaffen konnte. Also wir konnten daraus ziemlich genau die technischen und personellen Kapazitäten der Amerikaner und auch der Engländer in West-Berlin, aber darüber hinaus, zum Teil weltweit erfassen. Wir kannten ihren Stand der technischen Ausrüstung. Wir kannten ihre Planung bis Mitte der 90er Jahre über die Modernisierung dieser Objekte. Und wir kannten eine Vielzahl von Einzelprojekten, die aufgelegt waren, um spezielle Informationen aus dem Warschauer Vertrag zu beschaffen. Dem Team Hall und Yildirim gelingt es also tatsächlich, in das geheime Berliner Herz der National Security Agency einzudringen. Die HVA im Glück. Das wurde dann, ja, man kann sagen, zu einer echten Wunderquelle, von der man im Nachrichtendienst eigentlich nur träumen kann. Guten Tag, was Ihnen? Wie geht's? Gut, gut, bis Sie. Was bringen Sie uns denn heute? Ich habe für Sie Unterlagen gebracht. Sehr viele Unterlagen. Alle Dokumente aus Berlin und Frankfurt. Handel vom 70. Ordnung und andere streng geheim. By giving away the secrets that Hall and Yildirim gave away. Indem Hall und Yildirim diese Geheimnisse preisgaben, verurteilten sie die Verteidigungsmöglichkeiten der NATO, die Bundesrepublik und Westeuropa zu beschützen, zum Scheitern. Das Resultat dieses Verrats wäre ein riesiger Vorteil für die Sowjets und den Warschauer Pakt gewesen, hätten sie sich zu einem Krieg entschlossen. Denn sie hätten unsere Verteidigungsstrategien durchschaut. Deutscher Boden wäre ein nukleares Schlachtfeld geworden. Die Russen hätten in den ersten 3 Tagen eines konventionellen Krieges große Vorteile gehabt durch das, was Spione ihnen verraten haben. Dann hätten die NATO-Kriegspläne den Einsatz von Atomwaffen vorgesehen. Der Schaden war unkalkulierbar. And extremely, extremely grave. Was machte ausgerechnet den Geheimdienst der Deutschen Demokratischen Republik für Yildirim attraktiv? I feeling a government agent, government business. Deutschland war mein Land. Ich dachte, ich arbeite für mein Land. Ein anderer wird Soldat und ich eben Agent. Beide dienen dem Land. Jede Stadt hat eine Armee, jede Stadt hat einen Geheimdienst. Ich habe das gemacht, was meinem Land nützte.
Ich habe mich niemals dafür geschämt, ein MFS-Agent zu sein. I never shame. I am a MFS-Agent. Die Motivation ist ja immer eine sehr komplexe Geschichte. Es war ja nicht nur das Geld. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen Abenteuerlust spielte mit rein und auch im Sinne dieser Geheimdienst-Atmosphäre hat ihn bestimmt auch gereizt. Was eigentlich als Charakteristikum in seiner beruflichen Tätigkeit war, dass er sehr freundlich, sehr hilfsbereit ist, das haben wir auch gespürt. Wir haben uns herzlich begrüßt bei den Treffs mit Küsschen auf die Wange und sonst was und noch so verabschiedet. Aber er konnte auch sehr böse werden, wenn seine finanziellen Erwartungen von uns nicht erfüllt werden konnten. Das ist ein Mann, der niemals aufhört, herauszufinden, wo kann man noch tricksen? Wo gibt es noch eine Möglichkeit, Geld zu machen? Er war gut darin, Menschen und Situationen und Institutionen für seine Zwecke einzusetzen, um Geld zu machen. Einfach schlau. Er brauchte immer Geld. Und er sah offensichtlich auch im Kontakt mit einem Nachrichtendienst des Ostens eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das hat sich dann auch in der Zusammenarbeit mehrfach bewiesen. Manche der Treffs waren wie ein arabischer Bazar. Sie waren sehr fleißig. Wir werden sehen, was für uns von Interesse ist. Sie wissen ja, wie es bei uns läuft. Ich habe beste Qualität geliefert und mich in Gefahr gebracht. Deswegen will ich pro Seite $500. Nur mal langsam, Hüseyin. Wir müssen erst einmal auswerten, was hiervon zu gebrauchen ist. Alles von James hat gesagt, wir sind top information. Money. Geld war immer ein Streitpunkt zwischen mir und dem MFS. Immer noch glaube ich, dass sie zu wenig für die Dokumente bezahlten. Ich habe immer gesagt, das ist eine gefährliche Arbeit und ihr seid nicht genug dafür. Das ist die Wahrheit. Insgesamt bekommt Yildirim in seiner Agentenlaufbahn einige hunderttausend Dollar durch den Verkauf von Informationen. Geld, von dem heute nichts mehr übrig ist. Geld, das er in Reisen rund um den Globus angelegt hat und in dubiose Geschäfte, wie zum Beispiel eine Diamantenmine in Westafrika. Wir kommen einmal aus dem Urlaub zurück und der hat einen kleinen Lederbeutel voller rohe Diamanten. Und der erzählt, dass er mit irgendeiner... Er hat ein Geschäft gemacht mit, ich glaube, der sagt, er hat ein Schiff voller Getreide in Tausch für ein Schiff voller Trekkerteile nochmal getauscht und dann irgendwie kam er zum Schluss auf diese Beutel voller Diamanten. Ich glaube, jedes Wort. Der war sehr geschäftlich arrangiert. Stay. I touch diamond. The pen. Yeah, this is diamond. Make sound und make light grün. That's very interesting. See, green light. Yeah. So nobody wrong thing. Nobody can give you wrong things. Yes. Bring the glass and say this is the diamond. You touch. Hussein machte es nicht aus ideologischer Überzeugung. Es ging ihm ums Geld. Das ist nicht so selten. Es gibt einem das Gefühl von Macht, wenn man gut bezahlt wird. Je wichtiger die Informationen sind, die man verkauft, umso mehr Geld bekommt man dafür. Und umso mehr denkt man, oh, ich bin wichtig für jemanden. Richtig wertvoll. Er vergräbt tausende Dokumente in verschiedenen Verstecken. Nachts Spion mit dem Decknamen Blitz, tagsüber Automechaniker mit dem Spitznamen Meister. Die Doppelrolle bleibt nicht unbemerkt in seinem Umfeld. Er kommt zu spät zur Arbeit und ist auch für seine Familie kaum noch greifbar. Ich habe gestern einen Brief für dich abgegeben. Okay.
ist natürlich aufgefallen, dass er öfters nicht mehr zu Hause war. Das ist uns schon aufgefallen. Deswegen gab es auch Streitereien zwischen meiner Mutter und meinem Vater, weil bis dahin war mein Vater ein sehr häuslicher Mann. Auf einmal hat er immer zu tun gehabt und zu tun gehabt. Ich kam aber heute nicht, heute habe ich geschäftlich zu tun. Meine Mutter hat ihn schon zur Rede gestellt, aber er hat immer nur gesagt, ich habe zu tun, ich habe zu tun, ich habe zu tun. Dadurch kam also zu großen Differenzen zwischen meinen Eltern. Mein Mann hat angerufen, sagen, du schön anziehen, komm du zu Kaffee trinken. Am Kudamm gehen einen Kaffee sitzen, hat gesagt er mich, ich habe 20 Minuten Zeit. Mit Unterreden sagen Gültan, ich muss gehen. Wo gehst du denn hin? Frag mich nicht, ich habe keine Zeit. Ich, wann die Zeit habe, dann erzähle ich später. Oder wann ich habe, dann möglich, ich helfe dir. Aber ich muss gehen. Ich sage, was machen die sehen, wann die, ich sage, was sage ich meine Eltern oder meine Familie? Brauchst du nichts sagen? Ich habe keine Zeit, aber ich bin so, kann nicht reden, alles hier Schluck bekommen. Alle Leute sitzen, sagt mir er, du bist ganz gute Frau in der Welt, aber ich muss gehen. Denn sonst nicht mehr reden, was soll ich machen? Dann ist dann mein Mann weg. Mitte der 80er Jahre verlässt Yildirim seine Familie. Nicht ohne Hintergedanken begann er eine Beziehung mit Ella Petway. Die Afroamerikanerin arbeitet als Russischübersetzerin auf dem Teufelsberg. Ich konnte meiner Frau diese Affäre nicht erklären. Ob Ella Petway oder Peggy, sie alle waren Teil meiner Arbeit als Agent. Ella Petway war ein Angebot von ihm, weil sie auch an diesem Objekt tätig war, also mit zur Field Station Berlin gehörte, diesen Kontakt eventuell zu vermitteln. Wir haben auch ein Gespräch geführt, aber die junge Frau, die hatte, da flatterten nur die Nerven, die hatte wirklich riesige Angst und das hat sie uns auch mal eingestanden, sodass von unserer Seite her klar war, dass dieser Kontakt kann nicht weiter ausgestaltet werden. Der eifersüchtige Ex-Freund von Petway schwärzt Yildirim bei den Amerikanern an. Keiner will glauben, dass der liebenswürdige Meister ein Spion sein soll. Yildirim kann Dankeschreiben zufriedener Army-Angehöriger vorweisen. Fanpost für den Meister. Zu seinen besten Kunden gehört der Mann, der ihn verhören soll. Der glaubte überhaupt nicht, dass ich ein ostdeutscher Agentin sein sollte. Er konnte es nicht. Er sagte, bist du ein kommunistischer Spion? Glauben Sie das? Sagte ich. Er antwortete, nein, ich kann es nicht glauben. Ist das so? I don't believe then. Is that so? Wenn diese Untersuchung gründlicher und professioneller durchgeführt worden wäre, hätte die Karriere des Meisters schon damals zu Ende sein können, anstatt erst 1988. 1986 wird Officer James Hall ins US-Hauptquartier nach Frankfurt-Main versetzt. Seine Verbindung zu Yildirim bleibt bestehen. Hall wird als Nachrichtenquelle sogar noch ergiebiger. Als der Kalte Krieg schon am Abklingen war, liefert Hall die unter der Reagan-Administration erstellte Geheimstudie Canopy Wing. In diesem brisanten Papier wurde der theoretische Weg zu einem US-Sieg im Atomkrieg durchgespielt. Hi Jim. How are you saying? You got something for me? I certainly have. Now these. Really hot, okay? So make sure you get a good price from them, okay? Okay, Jim. Good. I will make good price. Mm-hmm. Don't worry. Good. Good night. Good night, Hussein. Es ist offensichtlich die Studie, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, wo man sich damit beschäftigt, von amerikanischer Seite aus, sich darauf vorzubereiten, in sowjetische Führungsverbindungen einzudringen. Das heißt also, die Verbindung, ich nehme ein ganz simples Beispiel, zu einem Regiment der Luftstreitkräfte, also ein Fliegergeschwader, so aufzuklären, dass ich in der Lage bin, als deren Führungspunkt zu fungieren
Und den Piloten, ohne dass die Piloten erkennen, sie werden fremd geleitet. Leitungsanweisungen zu geben, wohin sie zu fliegen haben, wohin sie ihre Bomben abzuwerfen haben und so weiter. Mit Yildirims Informationen kann sich Erich Mielke in Moskau schmücken. Was Mielke nicht weiß, der KGB hatte die Informationen bereits direkt von Hall erworben. Es änderte sich vieles damals. Und ich dachte, jetzt ist die Zeit, den Geheimdienst zu verlassen. Yildirim träumt davon, Amerikaner zu werden, ganz in die USA überzusiedeln. Den Agentenruhestand will Hüseyin Yildirim im amerikanischen Rentnerparadies Florida verbringen. Gemeinsam mit seiner neuen Liebe, der Organistin Peggy B. Er hatte sie in Berlin kennengelernt und immer häufiger besucht. Aus dieser Zeit sind ihr nur Erinnerungen geblieben. Peggy B. verbringt 5 Jahre in einem Wohnmobil vor seinem Gefängnis. Sie hat die Hoffnung auf ein Leben mit ihm nicht aufgegeben. Hier bewahre ich Husseins Anzüge und Schuhe auf, reinige sie jedes Jahr und das seit 14,5 Jahren. Das hier sind Hosen von ihm und hier drinnen sind andere seiner Kleidungsstücke. Ich muss mal den Reißverschluss suchen. Ich muss noch mal sagen, 1987 ist Hüseyin Yildirim in die USA verzogen. Aus familiären Gründen. Er hat eine Freundin da, eine Lebensgefährtin. Und die HVA hat zu diesem Zeitpunkt, als die Entscheidung feststand, ganz offiziell die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Das hieß bei uns, er wurde entpflichtet. Ja. Und diese Vereinbarung beinhaltete aber auch definitiv ein Verbot, ihm gegenüber jemals wieder Kontakt zu James Hall aufzunehmen, der dann 1988 auch in den USA wieder stationiert war. In Fort Stewart, Georgia. Hier holt ihn seine Vergangenheit ein. In Person von Manfred Severin, seinem letzten HVA-Kontaktagenten. Severin, hier rechts im Bild zu sehen, hatte Hall als Spion enttarnt. Ein übliches Agentengeschäft. Halls Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Er steht seit Severins Verrat unter ständiger Bewachung. Hall ahnt nichts. Yildirim hält sich nicht an die Empfehlung seiner ehemaligen HVA-Dienststelle. Unter dem Namen Mike nimmt er doch wieder Kontakt zu Hall auf. Hello. Hello? Yes. Can I speak Jim? Yes, just a minute, please. Is this Mike? Yes, I'm Mike. Oh, okay, just a minute. Hello. Hello, Jim. Yeah. How are you? Good, good. I am going to New York soon. Uh-huh. Maybe I see you. I have a lot of talk to you. Uh-huh. Very interesting. I'm not in New York. How can I see you? Do you know where Savannah is? Savannah, yeah, in Georgia. Georgia. You get to Savannah, give me a call. Okay. And tell me where you are. The minute I heard his voice, that the case. In dem Moment, als ich seine Stimme hörte, wusste ich sofort, dass die Untersuchung in Berlin in den frühen 80ern tatsächlich nicht nur die Tat eines eifersüchtigen Freundes war, der sauer auf den Meister wurde, weil der ihm die Frau ausgespannt hatte, sondern dass das eine richtige Behauptung war und dass diese Untersuchung verschlampt wurde. Das wusste ich sofort. Am 6. November 1988 fährt Yildirim zu einem Treffen mit Hall. Dort sitzen Harringtons Männer mit versteckter Kamera. Dumm gelaufen. Die Einsicht von Yildirims Anwalt kommt zu spät. Obviously it was a mistake in retrospect, but at the time
Rückblickend war das ein Fehler, aber damals machte es Sinn, weil Hussein neue Partner für seine Diamantengeschäfte in Amerika suchte. Er dachte, Hall könnte investieren, aber schnell fand er heraus, dass Hall unbedingt selbst Geld brauchte. Dann traf er sich weiter mit ihm, um ihn davon abzuhalten, sich auf den KGB einzulassen, was sehr gefährlich war. Das war ein riesiger Fehler von Hussein, Hall davon abhalten zu wollen. Schließlich führte es dazu, dass er enttarnt und verhaftet wurde, als Hall eigentlich den KGB treffen wollte, aber dabei in den Händen des FBI landete. Yildirim wird später behaupten, Hall wollte ihn zur Fortsetzung ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit überreden, weil der wie immer Geld brauchte. Das war wohl nicht falsch, denn genau deshalb nimmt Hall eine Einladung zu einem angeblichen KGB-Treffen in diesem Lokal an der Interstate 95 an. James kam zu dem fingierten Treffen so um 22.30 Uhr, sprach mit einem Herrn, von dem er dachte, es sei ein KGB-Agent, mehr als 3 Stunden. Er übergab dem Mann geheimste CIA-Dokumente und bekam dafür 60.000 US-Dollar in bar, von denen er dachte, sie kämen von den Russen. So, this is 5, 10. James Hall wird am 21.12.88 wegen Spionage verhaftet. Von einem Militärgericht wird er zu 40 Jahren Haftstrafe verurteilt. Yildirim wird am 22.12. in Florida festgenommen. They came in like a SWAT team, 30 with guns. Sie kamen wie ein SEK-Team herein, 30 Männer, bewaffnet. Sie stießen ihn da über diese türkische Vase, die über den Boden flog. Dann warf ihn jemand zu Boden, richtete eine Waffe auf seine Brust und sagte, Sie sind verhaftet. Die Beweislast gegen Yildirim ist erdrückend. Unzählige Beweisstücke werden im Haus von Peggy B. beschlagnahmt, darunter falsche Pässe und Reisedokumente. Zudem hat Hall ihn in Verhören schwer belastet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Es war ein Desaster. Jeder Agent hat doch eine Regierung hinter sich. Ich nicht. Als ich verhaftet wurde, gab es ja die DDR noch. Ich glaubte fest daran, dass die mich irgendwie da rausholen, wie auch immer. I always trust that my agency take me out the enemy's hand. Mit der Mauer fällt auch jeder Rückhalt für Yildirim. Auch wenn DDR-Staranwalt Dr. Wolfgang Vogel noch versucht, mit den Amerikanern über einen Agentenaustausch zu verhandeln. Seine Bemühungen gehen in den Wirren der Wende unter. Noch glaubt Yildirim an einen letzten Trumpf. Er beauftragt seinen Anwalt Lamar Walter, in Berlin vergrabene Dokumente für einen Deal mit dem Staatsanwalt einzusetzen. Ich sagte zu meinem damaligen Anwalt, das ist meine letzte Chance. Aber er hat sie nicht genutzt. Nicht für mich. Es ist Geschichte jetzt. Vorbei. Walter führt das FBI zu den Verstecken in Berlin. Einige Monate später bekommt er einen hervorragenden Job bei der Staatsanwaltschaft in Savannah. Am 20. Mai 1989 wird Hüseyin Yildirim von dem Geschworenengericht in Savannah, Georgia, zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 8 Jahren zäher Verhandlungen bekommt Anwalt James Nichols im September 2003 völlig unerwartet eine Nachricht aus Amerika. Worauf Yildirims Familie so lange gehofft hat, wird wahr.
Die Amerikaner sind bereit, ihn der Türkei zu überstellen. Unter einer wesentlichen Bedingung. Er muss seine Haftstrafe in der Türkei fortsetzen. When we get the final okay from the Turkish government, he will go to a confirmation hearing before a federal judge. Wenn die Türken ihr Einverständnis gegeben haben, kommt er in den USA vor einen Richter. Dort muss er bestätigen, dass er seine lebenslange Haftstrafe in der Türkei absitzen will. Wenn der Richter das anerkennt, wird er in die Türkei überstellt. Von da ab ist es Sache der Türken, was sie mit ihm machen. Das Ende der Geschichte des James Bond aus Berlin-Britz. Er fliegt nicht in ein neues Gefängnis, sondern in die Freiheit. Die Türkei hält sich nicht an die Abmachung. Sie sperrt ihn nicht wieder ein. Aus humanitären Gründen. In den türkischen Medien ist Yildirim's Rückkehr das Thema Nummer 1. I am like a dream. Alles ist wie ein Traum. Ich weiß immer noch nicht, ob ich frei bin oder nicht. Manchmal denke ich, wie kann das sein? Berühre die Menschen und sage mir, ein Traum ist Wirklichkeit geworden. Das Wichtigste für die Türken ist die Wiedervereinigung der Familie, die so lange für ihn gekämpft hat. Ich konnte nicht mit meiner Frau über das alles reden. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Und sie hat mich vergeben. Dafür bin ich ihr dankbar. In den USA machte die Freilassung von Hüseyin Yildirim bislang keine Schlagzeilen. Obwohl das FBI heute noch überzeugt ist, dass Yildirim und sein Netzwerk eine Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt. Als wir ihn bei den Verhören fragten, ob es neben James Hall noch andere gab, so stritt er das ab. Absolut nein, sagte er. Auch als wir ihm sagten, dass wir wüssten, dass es andere gab, stritt er es immer noch ab. Und als wir ihm diese Personen namentlich nannten, stritt er es ab. Als wir ihm sagten, diese Personen haben dich identifiziert, dass du sie angeworben hast und sie dir Informationen gegeben haben. Erst dann hat er gesagt, okay. Aber niemals hat er uns Details verraten oder zugegeben, dass er uns belogen hat und vieles für sich behielt. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch tickt. Ich weiß es einfach bis heute nicht. Die NSA denkt genauso, aber wer weiß. Fragen Sie meinen Chef diese Frage, kann ich Ihnen nicht beantworten. Stellen Sie diese Frage General Markus Wolf. After the videotape had been shown, the agents who investigated the case took the stand.